Im Tiefloch. Sehr zügig. Klein, alt, aber schnell. Und dann kommt der nächste. Die Lava 15. Breite 9,35 Meter, Länge 79,95 Meter. Ah, ne, es scheint Tscheche zu sein, ist überhaupt kein Pole, kein Holländer. Jo, Tschechien. Ja, die kennen sich mit den Geschwindigkeiten hier bei uns auf dem Kanal noch nicht aus. Aber Qualmen stinken tut er gut. Ich habe leider mein Mikro vergessen und habe jetzt direkt den Ton hier vom Handy eingeschaltet. Tschechien hier quer durch Europa, glaube ich nicht. Das scheint dann auch einer sein, oder zu sein aus den östlichen Ländern. Ich versuche mal die Konzession, ne? Das hier. Ja, ich habe heute mal das Handy an so einem komischen, verbiegsamen Mini-Stativ. Damit zurechtkomme. Die Daybreak ist das. Naja. Der Tscheche, der ist immer noch zu hören. Nicht mehr zu sehen, aber man hört ihn noch. Jetzt ziehe ich mal wieder zurück hier. Also, das sind etwas größere Rettungsboote hier, wie das aussieht. Da sehe ich, der fährt ohne Radar. Und das noch, nur auf Sicht. 11.000 Tonnen, Breite 8,20 Meter, Länge 73 Meter. Wir haben das einfach nur mit den Aufklebern da drauf gemacht und fertig. Der Ladekran hat 1,6 Tonnen und ein schöner Kombi hinten drauf. Aber der hat ein holländisches Kennzeichen. Jo. So schnell ging das. Wie immer, schöne Grüße vom Kanal, da wo immer die Sonne scheint. Schaut es mir Himmelverweht, Wolken, Probleme. Heute Mittag hat es mal 10 Minuten ein bisschen geplässelt und das war es dann auch schon wieder. Meine Regentonnen werden überhaupt nicht voll hier. Tjo, dann machen wir mal ein Bäuschen hier. Ja, jetzt sind sie unter der Brücke weg und fast aus dem Blickfeld. Da bin ich mal gespannt, ob das Ding jetzt noch genauso wackelt, als wenn ich das Handy so in der Hand habe. Ja. So wie es aussieht, kommt im Moment nichts. Binnenschiffe. Gute.